Hallo, wir möchten gern ein Format aufmachen und zwar den Camper von 0 auf 100. Und den haben wir uns natürlich schon zugelegt und zwar, wir haben Anfang des Jahres angefangen zu suchen und haben eine gewisse Vorstellung gehabt, wie so ein Fahrzeug von innen ausschauen soll. Und ja, dann kam halt für viele, die sich jetzt später schauen, ich weiß jetzt nicht, jetzt kam mal die Zeit von Corona, da wird sich, wenn, dann auch jeder noch dran erinnern können, jetzt sowieso gerade. Und ja, dann haben wir erstmal wieder aufgehört, weil das hat uns dann irgendwie die Stimmung ein bisschen gekillt, uns darauf einzustellen. Und ja, jetzt ist es ja, September und wir sind dann eben halt doch wieder losgezogen und haben uns umgeschaut nach Fahrzeugen und haben halt dieses hier gefunden. Das ist halt ein Challenger C266 und wir haben es Oscar getauft. Warum? Weil wir es wirklich sehr dreckig gekauft haben. Wir haben dann auch dem Besitzer gesagt, der uns, es war halt ein Autohaus und der hat schon gesagt, also er gibt die Fahrzeuge her, der hat das 13.000 Kilometer runter. Er gibt seine Fahrzeuge alle her, weil er einfach keine Lust hat zu putzen, das ist ihm zu anstrengend. Und dann hat er uns nochmal ein bisschen Rabatt gegeben, weil wir gesagt haben, also putzen tun wir auf alle Fälle selber dann. Ne? Also er hätte es uns auch nochmal geputzt, aber da er keine Lust hat und wir doch sehr pingelig sind, was das angeht, haben wir gesagt, ja gut, wenn sie putzen und wir putzen, nochmal putzen, macht das nicht viel Sinn. Und ja, dann haben wir ihn halt Oscar getauft, weil wir ihn einfach dreckig gekauft haben. Und er war wirklich dreckig, wirklich. Also von außen habe ich jetzt schon geputzt. Gut, da ist jetzt auch nicht so viel, was dann, aber er war von innen sehr, sehr dreckig. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns das gute Stück mal an. Und es wird jetzt immer so, wie ich vielleicht mal auch was geputzt habe oder je nachdem, wie wir Stück für Stück irgendetwas tun, würden wir dann vielleicht auch ein Video dazu machen. Ich habe schon mal damit angefangen, das Fahrzeug hat, wir sind es nicht Probe gefahren, wir haben es gekauft, ohne es Probe zu fahren. Und da ging es schon mal los mit einem kleinen, also wer so ein Teil hat, bitte gerne mal melden und sagen, ob das bei euch überhaupt vorhanden ist, ob man das braucht, ich weiß es nicht. Entschuldigung fürs Wackeln. Es gibt hier so einen kleinen Schlauch, der hat erst unterm Fahrzeug gehangen. Der kommt unterm Sitz hier, ist eine Batterie, ist die Batterie verbaut vom Aufbau. Und da kommt dieser Schlauch dann raus. Ich habe ihn jetzt, weil hier war, das war zu silikoniert, dieses kleine Loch da unten. Und also für den Regen ist jetzt sowieso nicht optimal, wo der Schlauch jetzt hängt. Ich will ihn aber nicht unterm Fahrzeug hängen haben. Das Problem ist, ich bin ein paar Meter gefahren, zack, riecht es nach Diesel. Also unter dem Fahrzeug riecht es natürlich immer nach Fahrzeug, wenn man fährt. Und das zieht sofort ins Fahrzeug rein. Das hat wirklich unangenehm gerochen. Ich habe den Schlauch jetzt erstmal da hingemacht, weil da war eben halt ein zu silikoniertes Loch, weil dahinter eine Holzleiste angebracht wurde, wo der Kasten für das Gas drin ist. Und damit hat man das Loch wahrscheinlich einfach zugemacht, ja, Holz davor geschraubt und sind sie nicht mehr rangekommen, haben es zu silikoniert, haben den Schlauch einfach unten hängen lassen. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Also wer so ein Fahrzeug hat, gerne mal sagen, wo dieser Schlauch wirklich hingehört. Vielleicht muss man den auch verlängern, wer weiß, wo der wirklich hingehört. Ich weiß es halt nicht, ich habe ihn jetzt da hingemacht. Wir sind ja auch von 0 auf 100, wir haben ja keine Ahnung. So. Dann ja, haben wir schon mal alles ausgeräumt, werden hier alles putzen, Garage ist schon mal leer. Ich muss noch mal kurz die Kamera ein bisschen drehen. So. Ja, so schaut das von innen aus. Hier habe ich erstmal alles hochgeschmissen, wir haben alle Matratzen rausgenommen. Das Fahrerhaus habe ich jetzt schon geputzt. Kann man natürlich nicht mehr zeigen, wie furchtbar das ausschaut. War aber wirklich schlimm. Ja. Schon sehr dreckig. Also wenn man jetzt hier anfangen würde, ne, und sagt, dann geht man mal, ne, dann ist hier unten, da haben wir auch Zigarettenschachteln gefunden. Es riecht jetzt zum Glück nicht nach Rauch. Kannst du mal kurz beiseite gehen? Und ja, es geht. Also es sind so Kleinigkeiten dran. Für die Kilometerzahl finde ich es schon erstaunlich, dass dann solche Sachen dran sind. Aber okay. Dann haben wir hier, was mir nicht so wirklich passt, ne, das ist hier nach einem Jahr, das ist ein Jahr alt ungefähr das Fahrzeug, ist hier schon verrostet, muss man halt tauschen. Also da sind wir schon ziemlich penibel.
was das angeht. Aber ein ganz neues Fahrzeug wollten wir auch nicht kaufen. Naja, gut, okay, das ist so ein bisschen, naja. Ja, also Matratzen haben wir rausgeschmissen. Da ist hier auch irgendwie, das halte ich so ganz hinter. So, gut. Und wir werden die Matratzen wahrscheinlich auch durch ganz normale Matratzen, das sind, da passt eine 80er Matratze rein, bleibt zwar vorne ein bisschen was übrig, aber entweder man macht ein kleines Brett rein oder, das müssen wir mal schauen. Ach, hier ist zum Beispiel das fehlende Teil, okay. Mir fehlte so ein Teil an den Gardinen da oben, okay. Das haben wir jetzt auch gefunden, nachdem wir hier ausgeräumt haben. Ja, genau, Gardinen habe ich alle abgemacht, die habe ich jetzt gewaschen. Und ja, so ist es, denke ich, ein schönes Fahrzeug. Hier ist noch unser Bad. Das schaut so aus, das habe ich jetzt noch nicht geputzt. Sieht erstmal auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, gell? Aber wenn man zum Beispiel hier oben an das Fliegengitternetz guckt, da hängen noch die Fliegen und alles. Und also da bin ich pingelig. Also das wird noch geputzt. Also wir treckern natürlich auch wieder unsere Sachen zu. So ist das jetzt auch nicht. Wir sind jetzt hier nicht Familie clean oder so. Aber wir machen es dann halt mit unserem Dreck. Also wir achten ja trotzdem ein bisschen anders drauf. Oder räumen wir eher was weg oder so. Ja. So schaut es jetzt aus bei uns. Hier ist noch die Steuerung von unserem Wohnmobil. Und ich habe mir schon ein Angebot machen lassen für Solar und LTE. Also was wir auf alle Fälle machen werden, ist halt LTE. Wir brauchen im Prinzip überhaupt kein Satellitenfernsehen. Hier kann es auch gar kein Fernseher rein, weil es zu klein, würde ich sagen. Das werden wir dann mal schauen. Das ist jetzt nicht ganz so billig, aber ich hoffe, wir können uns das vielleicht noch leisten. Schauen wir mal. Und was wir noch haben, ist hier so diese Scheibe. Das ist mir beim oder nach dem Kauf, ist mir eigentlich schon vor dem Kauf aufgefallen. Die geht total schwer, warum auch immer. Ja, da kann man ja. Also, ich weiß nicht, ob es einfach nur Nichtbedienung ist oder ja, müssen wir schauen, wie wir das locker kriegen. Ja, aber ansonsten ist ein schönes Fahrzeug und ja, wir melden uns Schritt für Schritt. Und schauen wir mal, wie wir uns anstellen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.